zurück in Amalur. Widmen wir uns hier im Nirgendwo. Ich habe mich einfach mal mitten auf die Karte gestellt, weil ich ein paar Sachen losgeworden bin. Bin hier in der Nähe von Brunuath. Sollten wir uns doch... Warte, ich muss mal diesen Wegpunkt löschen, so. Das durchlesen, was wir zuletzt als da von der einen da eingesammelt haben, was sie zurückgelassen hat. Also die Verschwundene. Wir suchen sie ja immer noch. Und, wie hieß denn das jetzt noch? Finden wir das jetzt hier? Da, Lerkaras Tagebuch. Das lesen wir jetzt mal. Dieses kleine Buch ist mit makelloser Schrift gefüllt, die in dicke Pergamentseiten gedruckt ist. Das Tagebuch von Lerkara Fell. Dieses verfluchte Dorf ist so mit den Tuatha vor seiner Haustür beschäftigt, dass es das Monster in seiner Mitte völlig vergisst. Eine ganze Familie wurde abgeschlachtet, mehrere Bürger sind verschwunden, unzählige Reisende von den Straßen gerissen und sie tun nichts. Habe heute wieder versucht, eine Audienz bei Lord Kandrian zu halten. Wurde wieder am Tor abgewiesen. Narren. Dieser Fall birgt laufend neue Überraschungen. Keine Spur stimmt mit einer anderen überein. Einige Wunden scheinen von Zehen oder Krallen zu sein. Doch die Blutspritze an den Wänden der Häuser der Opfer können nur von einer großen Klinge stammen. Vielleicht einem Großschwert. Zahlreiche Bürger sind verschwunden. Doch nur zwei Leichen wurden je gefunden. Wo sind die anderen? Patrick Morkan weiß mehr, als er sagt. Wenn ich nur in seinen Keller gelangen kann, entdecke ich vielleicht etwas. Zumindest war der Wirt Meister Dace oder Darze oder Dake mir eine Hilfe. Er hat mir Vorräte beschafft, mir das Gelände hier erläutert. Einen Ort hat er heute beim Abendessen erwähnt. Die Höhle von Tulan. Ich glaube, ich werde sie morgen durchsuchen. Sie könnte mir einem alten Netzwerk von Gängen verbunden sein, das unter die Stadt führt. Einem alten. Vielleicht finde ich dort Hinweise darauf, was mit diesen Bürgern geschehen ist. Aha, aha. So, was sagt jetzt unser Quest? In ihrem letzten Tagebucheintrag erwähnt Lerkara die nahegelegene Höhle von Tulan. Vielleicht finde ich sie dort ja und erfahre mehr über die seltsamen Geschehnisse in Mel Aglir. Dann wollen wir mal gleich per Karte dahin reisen. Das ist ja doch ein Stückchen weit weg. Ab nach Tulan. Da waren wir schon. Wahrscheinlich habe ich den Ort entdeckt irgendwann. Moin. So. Gegen gleich mal gesäubert. Kann mich aber nicht erinnern, ob wir da schon mal drinnen waren in Tulan. So oder so gehen wir da jetzt mal rein. Vielleicht erkennen wir die Höhle wieder, vielleicht aber auch nicht. Aber im Moment müssen wir gerne mal gehen. Unsere Dockalfa ist auch wieder optisch geändert. Ups, ist der Fuß. Ja, ich muss auf Fallen achten. Ich merke das schon. Übersehe die aber gerne mal. Na, dich kann ich ja auch von hier oben erledigen. So. Komme ich denn jetzt hier runter? Da, okay. Muss doch den Umweg nehmen. Aua. Lass doch mal gut sein, Mensch. Oh, die armen Tiere. Und die sollen jetzt hier drinnen in den Käfigen verhungern, ey. Das ist voll Tierquälerei, so einen Vogel in so einen kleinen Käfig zu stecken. Voll bitter, dass man die da jetzt nicht rausholen kann. So, das will ich nicht mitnehmen, sowas brauche ich nicht. Nein, ich sagte nein. So, hast du dir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht. So, ich bin ja echt gespannt, ob wir die hier finden jetzt. Hallo. Müssen die gerade dann zuschnappen? Ich meine, viel Schaden nehmen wir ja meistens im Moment nicht mehr. Aber naja, weil ja vor kurzem, dass ich trotzdem noch gestorben bin. Manchmal beachtet man das dann so aus Übermütigkeit nicht mehr. Oder wie man es nennt. Her mit dem Gold. Okay, dann nicht. Kein Gold. So. Warte, dann gehen wir auch nochmal gleich in die Ecke. Dann habe ich das auch schon erledigt. Dann sind die auch befreit hier. Gänge gesäubert. So.
denn wir können ja auch so lang laufen anscheinend. Oder? Kann ich hier runterspringen? Ja. Okay, gut. Ah, diese Untoten, die sind immer gar nicht mal so ohne. Was ich hier für einen Bogen laufen muss, ey. Leute. Bam, 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 bam. Dum, dum, dum. Blutspuren, kein gutes Zeichen. Hoffentlich lebt sie noch. Oh Gott. Wenn man sich hier Goldmünzen von den Toten klauen, ist irgendwie leicht makaber. Ihr? Was denkt sich Engar dabei, eine Neophytin zu meiner Rettung zu schicken? Begreift er nicht, was hier vor sich geht? Es gibt einen Nekromanten in Melaglia. Wer ist der Nekromant? Seht euch um. Patrick Morkans Frau mag unter natürlichen Umständen verstorben sein. Aber sie wurde von etwas zurückgebracht, das ganz und gar nicht natürlich ist. Ich weiß es, weil ich die wandelnde Leiche seit über einer Woche dabei beobachte, wie sie Gefangene frisst. Sie und ihr Gatte sind in der Nähe. Wenn ihr schnell zuschlagt, könnt ihr sie überraschen und diesen Schrecken beenden. Ja, das machen wir doch gerne in der Nähe. Ja, ich bin nicht sicher, was quälender ist. Patrick Morkan dabei zusehen zu müssen, wie er die Dorfbewohner an seine tote Frau verfüttert. Oder wie er ihre verwesende Wange streichelt, wenn er ihr das Blut vom Kinn wischt. Überlass das mir. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Überlass das mir. So bedrohlich seine tote Frau auch scheinen mag, tötet den Zauberer zuerst. Sobald der Meister vernichtet ist, wird sich die Magie, die ihre Leiche beseelt, verflüchtigen. Letztlich ist sie nur ein Automat. Wir wissen beide, dass es keine Magie gibt, die Tote wieder zum Leben erwecken kann. Ich will raus aus dieser Zelle. Wenn ihr sie ablenkt, müsste ich entkommen können. Wir treffen uns im Raben, wenn alles geklappt hat. Jo, Patrick Morkan lebt noch? Ihr müsst unbedingt den wahnsinnigen Nekromanten töten, der mich beinahe an seine tote Frau verfüttert hätte. Ich warte einfach hier. Hm. Willst du mal über dich was erzählen? Ich erzähle euch meine ganze Lebensgeschichte, sobald ihr die Morkans besiegt und das Dorf gerettet habt. Okay. Ethan Engar? Ethan Engar ist einer der fähigsten und angesehensten Zauberwirker des Ordens. Er mag vielleicht gelegentlich abgelenkt und verwirrt wirken, doch glaubt mir, wir haben Glück, ihn auf unserer Seite zu haben. Mhm. Scholia Arcana. Ich sage euch alles, was ihr darüber wissen wollt, sobald ihr die Morkans aufhaltet. Gut, dann brechen wir das mal ab. Beeilt euch. Kann ich die jetzt nicht... Seid vorsichtig, wenn ihr diese Monstrosität angeht. Eure Beute ist weitaus mächtiger, als sie scheint. Ja, ja, gut. Beeilt euch. Ja, ich mache ja schon. Dann wollen wir mal uns den neuen Taten widmen. Ich höre schon die ganze Zeit diese Bandruhe. Die muss jetzt mal gebannt werden, damit sie nicht mehr stört. Eins, 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 zwei, zwei. Tada! So, alles mitgenommen. Gucken wir uns später an. Kann ja wieder zerstört werden, wie alles, was wir finden. Meistens. Sogar ein Gemmenschleifer-Tar hier. Und was haben wir hier? Hallo? Es ist nicht so, wie es aussieht. Also schön, ich gebe es zu. Ich habe versucht, sie aus dem Grab zurückzuholen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Habt ihr denn nie geliebt? Ich sage nur so viel. Ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ich glaube, sie hat Hunger und ihr werdet ein wahres Festmahl abgeben. Sehr nett. Ich mache euch einfach fertig. Was haltet ihr davon? Dafür bezahlst du, du Monster! Tja. Das war's mit dir, mein Freund. Was haben wir hier? Schwere Truhen gehen schwer auf, bis das immer am Ende angelangt ist. Aber ich habe Glück gehabt. Glück gehabt. Und den Schlüssel mitgenommen. Dann kann ich sie jetzt auch befreien. Nein, nichts, was einen interessieren könnte. Ja, nette, gemütliche Höhle hier. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hier geht's anscheinend schneller zurück.
können wir die ja jetzt freilassen, oder wie? Da können wir in sein Haus gehen? Was sollen wir denn in seinem Haus? Die ist von alleine jetzt befreit. Müssen wir sie nicht mehr rausholen? Ist sie jetzt hier? Oder wie? Anscheinend. Was surrt denn hier? So ist das der Gemmschleifaltar da unten. Naja, wir sollen ja hier raus und gehen wir mal raus. Vielleicht ist sie jetzt schon draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie rausholen sollten. Ist sie jetzt da drin? Sie meinte ja, wir treffen uns. Hat das geklappt? Ja, tatsächlich. Hey, steh mal auf hier. Ich hab dich da rausgeholt. Nach all dem bin ich dankbar, am Leben zu sein und nicht verspeist. Zum Glück seid ihr gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Ne? Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, Neophytin. Nur wenige eures Ranges würden mit einem Nekromanten von Morkans Kaliber fertig. Ich bleibe hier und kümmere mich um das Dorf. Ihr hingegen solltet dem Gelehrten Engar so schnell wie möglich Bericht erstatten. Jo. Möchtest du jetzt etwas über dich erzählen? Ich habe viel Arbeit vor mir, bis ich den Schaden behoben habe, den Patrick Morkan diesem Dorf zugefügt hat. Doch ich bin froh, hier zu sein. Mhm. Wir erforschen die Magie dieser Welt, denn sie ist eine mächtige Kraft, die missbraucht werden kann, wie wir gesehen haben. Tod? Nichts Ungewöhnliches in diesen Zeiten, zumal die Tuatha Überfälle entlang der Küste durchführen. Aber Kandrian war immer sicher. Als der Orden von den Vorfällen hörte, mussten wir sie untersuchen. Etwas daran war unnatürlich. Irgendwie... Lebt wohl. Irgendwie hat sie was von der Person her. Sie klingt immer so ein bisschen leicht kühl und sarkastisch, so ein bisschen, ja, gelangweilt. Aber irgendwie mag ich das auch, wenn manche Charakter so sind. So, dann wollen wir mal zurück und Bericht erstatten, wie uns geheißen wurde in Rathir. Da meinte er ja auch, dass wir ihn da treffen sollen. Rathir ist ja leider auch immer etwas groß. Oh, und weitläufig. Und wir laufen ja furchtbar, furchtbar gerne, um die Quests zu lösen. Aber hier ist die coole Musik. Ah, das war voll schief gesungen. Kommt, seht euch um. Die Auswahl ist so riesig. Der Magie, Meister der Zauberer. Hier so lang, hier so lang. In die Oberstadt. Die zur Elite. Geben uns ja nicht mit diesem Pack da unten ab. Ne? Die Hauptmann Talibor, ein Sklaventreiber und Mörder. Ne? Vor euch liegt die Schulia Arcana. Auf unserem Gelände ist jedermann willkommen. Obschon wir euch bitten, die Studenten nicht zu stören. Okay. Weißt du Bescheid? Wir waren da, glaube ich, noch nie. Oh, ja, stimmt. Das war immer voll verschlossen hier und so, das Tor. Dann können wir da ja jetzt durchgehen. Mensch. Doch, wir waren wir da schon mal. Doch, wir waren hier schon. Aber es war immer so, ja. Es war einfach klar, dass wir hier nochmal irgendwann zurückkehren. Guck mal, da hinten wird auch wieder geübt. Die fleißigen Studenten. Ich grüße euch. So, jetzt erstatten wir mal Bericht hier. Damit das hier mal losgeht. Die sind immer so spannend, die Gruppierungsquests. Moinsen. Ja? Oh, ja. Also war ein Nekromant für das Verschwinden der Einwohner von Mel'Aglir verantwortlich. Beunruhigend. Meine Annahmen bezüglich eures Potenzials haben sich als richtig erwiesen. Ihr werdet hiermit in den Rang einer Dozentin befördert. Als Dozentin besteht eure erste Aufgabe darin, in den Westen zu gehen und mit einem Mann namens Anka Edmure zu sprechen. Was ist meine nächste Aufgabe? Ihr sollt euch bei einem Mann namens Anka Edmure melden, einem recht enthusiastischen Gemmenschleifer aus dem Dorf Emaire im Westen. Er schickt häufig Berichte über mystische Vorfälle, die sich meist als übertriebene Schilderungen von Fieberträumen im Rauschzustand entpuppen. Sein letzter Hilferuf allerdings könnte ein Körnchen Wahrheit enthalten. Geht nach Emaire, sprecht mit dem Mann und findet heraus, was er mit dem Satz »Der Scherbensturz ist zum Leben erwacht«, meint. Mhm. Ich habe nicht mit Edmure geredet. Wie denn auch? Du hast es doch noch gar nicht gemacht. Ne? Ja.
Wo habe ich nur meinen Federkiel? Du, das weiß ich auch nicht, du, wo du deinen Federkiel immer lässt. Scherbensturz. Na, dann wollen wir mal mit ihm reden. Warum kommt denn da als Möglichkeit? Ich habe nicht mit ihm geredet. Man muss doch mit ihm reden, oder nicht? Und wer will jetzt hier noch was? Guck mal, da ist irgendjemand, der was noch braucht an Hilfe. Der zögernde Magier ist verloren. Ihr müsst selbstbewusst sein. Ihr müsst angreifen. Ah, eine neue Schülerin. Willkommen. Tretet bitte näher. Wir bereiten gerade eine kleine Feldforschung vor. Du hast wahnsinnige Augen. Was geht hier vor? Ein Teil der Ausbildung besteht darin, die Initianten ins Zwielicht gestreut zu schicken. Eine Feinhöhle in Akata. Meine Schüler machen dort unmittelbare Erfahrungen mit Feinmagie. Da fällt mir ein, ist es nicht auch für euch höchste Zeit, etwas Feldforschung zu betreiben? Wollt ihr die Sache untersuchen? Was ist mit dem Zwielichtgesträuch? Ich versuche den Initianten einen Einblick in den Umfang und die Formen der Magie zu geben. Dazu gehört auch die Magie der Feinen mit eigenen Augen zu sehen. Das Zwielichtgesträuch war ein idealer Ort zur Beobachtung von Feinmagie. Aber seit kurzem kommen die Initianten von dort nicht mehr zurück. Etwas hat sie zur Beute auserkoren. Ich mache es. Wie gesagt, in Akata. Angesichts der äußeren Umstände und der Anwesenheit von Morgan würde ich sagen, dass eine Banshain-Priesterin erwacht ist. Die Dinger sind gefährlich. Treff den Kopf mit Feuerbällen immer wieder, bis es sich nicht mehr rührt. Jo. Was mache ich mit dem Gesträuch hier mit Feuerbällen, ne? Mache ich, aber nicht jetzt. Das mache ich ein anderes Mal. Dann haben wir wieder einen schönen Nebenquest zu erledigen. Obwohl ich auch froh bin, wenn sie langsam zu Ende gehen. Je mehr wir schaffen, desto besser. Besseres Gewissen habe ich irgendwann eines Tages, wenn sich das Spiel dann mal dem Ende zuneigt. Und ich weiß, dass wir es wirklich Guten Tag. Von vielen Ecken durchleuchtet und beleuchtet haben und viel gemacht haben. Aber jetzt müssen wir erstmal zurück. Willkommen in Rathier, Herrin. Ja, hallo. So, es geht wieder los nach Emaire. Wo denn? Ach, hier. Ach, er hier. Hier war ich ja auch so oft drinne. Naja. Ihr gehört zur Scholia Arcana, nicht wahr? Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich wusste, dass es vage war, was ich geschrieben habe. Ich wusste anfangs nicht, womit ich es zu tun hatte. Es ist nur der Scherbensturz. Er hat sich verändert. Ich habe ihn übrigens eins von Tills Büchern geklaut, als er mal nicht hingeguckt hat, fällt mir ein, bei ihm. Ja doch, eins von Tills Büchern habe ich ihm geklaut. Wie meint ihr das? Der Scherbensturz ist eine Höhle im Nordwesten. Sie ist ein guter Ort, um Scherben abzubauen, daher auch der Name. Es war dort immer schon kühl, aber seit einiger Zeit ist die Höhle richtig kalt. Und sie heult, als wäre sie wütend. Vor vielen Tagen ist mein Assistent Donel Kutti in die Höhle gegangen, um Proben zu sammeln. Er kam nicht zurück. Die Höhle heult? Es ist nicht bloß der Wind. Eher so, als würde die Höhle schreien. Ich hätte sogar fast ein paar Worte verstanden, aber ich ertrug die Kälte nicht und musste fliehen. Bestimmt solche Benshane-Viecher oder so. Wie kann ich helfen? Ich habe versucht, meinen Assistenten zu finden, jedoch vergeblich. Die Höhle ist einfach zu kalt. Schon nach 6 Schritten sind meine Stiefel am Fels festgefroren. Deshalb habe ich einen Talisman ersonnen, der warm hält. Die Arbeit daran ist beinahe abgeschlossen. Mir fehlt nur noch ein letzter Bestandteil. Wenn ihr mir helfen würdet, könnten wir dieses Geheimnis vielleicht gemeinsam lüften. Na, was soll ich denn holen? Erzählt mir, was los ist. Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ihr habt da keine Zeit für. Nachdem ich daran gescheitert war, mehr als ein paar Schritte in den Scherbensturz vorzudringen, errichtete ich eine Barriere, damit nicht irgendein armer Narr versehentlich hineinstolpert. Die Barriere lässt euch durch, wenn ihr ein Amulett habt, das euch warm hält. Wie etwa eines aus dem Herzen eines Bargest. Ein Paragon-Bargest wäre dafür ideal. Ich habe gehört, dass einer im Norden von Emaire lebt. Tötet ihn und bringt mir sein Herz. Dann kann ich meinen Anhänger fertigstellen. Okay. Dann auf bald. Bis dann. Pass mal besser auf deine Sachen auf. Geht los, geht los. Wo ist es denn? Wo soll ich hin? Bestimmt wieder total weit weg.
Nee, gar nicht mal weit weg. Geht sogar. Aber es ist um die Ecke von Mulrane, deswegen reise ich hier mal schnell hin. Dann brauchen wir nur noch um die Ecke laufen. Dann kriegen wir das noch hin. Ach, schon wieder hier so eine Lini. Oh, ein Prismäre Dietrich hat sie mir aber da gelassen. Das ist ja fein. Haben wir es dann? Ja. Klopse, hast du nicht gedacht, dass ich das hier so mache, ne? Hast du dir so gedacht? Aber nicht mit mir. Wir gehen jetzt mal hier um die Ecke. Waren wir hier überhaupt schon mal? Sind wir hier überhaupt jemals schon mal so nach oben? Um die Ecke hier gelatscht? Weiß nicht. Och Mann. Irgendwie so ein bisschen unbekannte Gegend, finde ich. Obwohl wir hier damals so oft waren. Genau, mach mal Platz, du Elch. Und da vorne müsste es dann eigentlich auch schon sein. Nehmen wir erstmal das. Ach, das war der schon. Oh, das war der schon. Haben wir mal eben schon getötet. Oh nein! Oh Gott, ich habe den Elch im Flug getötet. Habt ihr das gesehen? Guck mal, da unten. Da ist der jetzt. Ach, der wird dann aufgefressen von irgendwelchen Wölfen oder so. Ja, lecker getrocknete Gedärme. Aber wir waren hier schon. Da ist eine Truhe geöffnet. Das heißt, wir waren hier auf jeden Fall schon. Ja, ach, hier geht's in den Norden. Deswegen. Wer will mich angreifen? Was ist hier los? Seid ihr sauer? Ich habe euch doch gerade ein Fressen gemacht. Geht doch da unten hin und fresst das. Habe ich nach unten schon geworfen für euch. Mann, 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 Mann. So, wir gehen wieder zurück, bringen ihm sein Herz. Bubum. Bubum. Guck mal. Das Herz eines Paragon-Bargest. Das sind wirklich unglaublich zähe Kreaturen. Gebt mir einen Moment Zeit. Hier, nehmt es. Ihr seid besser dazu geeignet, die Tiefen des Scherbensturzes zu durchforsten als ich. Ihr könnt euch jetzt in die Kälte wagen und untersuchen, was genau dort vor sich geht. Mhm. Noch etwas über Scherbensturz? Vor Jahren habe ich eine Abhandlung des Gelehrten Hardrus Levelin gelesen, laut der an diesem Ort Frostmagie besonders mächtig ist. Aber ich habe nie länger darüber nachgedacht. Ich weiß nur, dass dort etwas Dunkles vorgeht. Ihr müsst vorsichtig sein. Mach ich, mach ich. Und dann kann man hier bei ihm aber auch echt viele Gemmen kaufen, ne? Hier so für Gold und dit und dat und jenes, Betäubungs. Da braucht man eigentlich selber gar keine mehr machen. Bei dem kann man auch alles kaufen. Ja, schon cool. Dann, ich werde hier sein. Ja, das denke ich auch. Ich meine, du wohnst ja hier ganz nett, ne? Dann warte mal, lies mal und schreib mal noch ein bisschen. Ach so, ja, ich sollte mal die Sachen einsammeln, die mir diese Leute auch mitgeben wollen. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Das muss weg. Das muss weg. Muss noch was weg? Ja, das muss auch weg. Noch was. Noch was. Das Zepter muss weg. Alles muss weg. Nochmal Schlussverkauf und dann können wir das auch mitnehmen. Schöni. Dann können wir ja jetzt in die Eishöhle im nächsten Part gehen. Da freuen wir uns ja alle mal drauf. Das wird super. Da können wir ja schon mal hinreisen. Dann war ich da, bin ich da schon. Wie da? Scherbensturz. Mhm. Also war ich da schon mal. Zumindest habe ich die Gegend schon mal gesehen. Ach, guck mal hier. So eine. Ja, ja, doch. Ich erinnere mich. Zur versteckten Höhle. Mhm. Dann müssen wir hier so rein. Das sieht ja schon mal sehr, sehr interessant aus, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf, was wir da so entdecken werden. Vor allem, weil das ja jetzt so eisig sein soll. Coole Sache. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann.